Leben, Lieben, Lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen zum Selbstliebe-Adventskalender. Heute am 4. Advent. Noch bis zum 24. Dezember wartet hier täglich eine kleine neue Podcast-Folge mit stärkenden Impulsen, Geschichten und Inspirationen. Und immer an den Adventssonntagen schenke ich dir eine geführte Meditation, damit du dein Licht zum Leuchten bringst. Und hier öffnet sich Türchen Nummer 19 für dich. Und heute möchte ich dich wieder einladen zu einer geführten Meditation. Heute geht es wörtlich darum, dein Licht zum Leuchten zu bringen. Ich wünsche dir eine spannende Reise. Mache es dir ganz bequem und wenn nötig, verändere deine Position noch einmal. Und wenn du soweit bist, atme dreimal tief ein und aus. Spüre nun in deinen Körper hinein, wo er den Stuhl berührt oder die Unterlage, auf der du liegst. Spüre, ob es sich warm anfühlt oder kühl. Und während sich in deinen Gedanken vielleicht noch etwas Unruhe bemerkbar macht, kannst du möglicherweise schon spüren, wie sich in deinem Körper langsam die Ruhe auszubreiten beginnt. Ruhe und Wärme breiten sich mehr und mehr in dir aus und durchströmen nach und nach deinen ganzen Körper. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Beobachte, wie er kommt und wieder geht. Wie eine Welle, ganz leicht geht das. Du brauchst nichts zu tun. Alles geht ganz von allein. Einatmen und wieder ausatmen. Es ist wie ein Fließen. Stell dir nun vor, wie du bei jedem Ausatmen alles, was noch dunkel und schwer in dir ist, loslassen kannst. Und wie du bei jedem Einatmen neue Lebenskraft in dich aufnimmst. Einatmen, neue lebendige Energie strömt in dich hinein. Ausatmen, alle Anspannung einfach loslassen. Lasse dich nun für einen Moment von der Wellenbewegung deines Atems tragen und beobachte einfach nur, wie mühelos das gelingt. Du kannst dir nun vorstellen, wie du mit beiden Beinen fest auf der Erde stehst.
Du kannst die Verbundenheit spüren. Es ist beinahe so, als würden Wurzeln aus deinen Füßen in die Erde wachsen. Du stehst fest und sicher und du bist gehalten. Und während du das Gefühl des Verbundenseins mit der Erde ganz in dich aufnimmst, kannst du vielleicht schon spüren, wie eine dunkelrote, pulsierende Energie über deine Füße in dich einströmt. Mit jedem Atemzug kannst du diese belebende und pulsierende Energie der Erde mehr und mehr in dich aufnehmen. Sie steigt deine Beine empor, fließt in dein Becken hinein und verteilt sich nun nach und nach in deinem ganzen Körper. Die Wirbelsäule entlang, über den Brustraum, in deinen Schulter- und Nackenbereich bis hinauf in deinen Kopf. Dein ganzer Körper ist nun erfüllt von der belebenden, pulsierenden Energie der Erde. Jede deiner Zellen kann nun die lebendige Kraft des Lebens in sich aufnehmen und füllt sich mit neuer, kraftvoller Energie. Du kannst dieser Energie nachspüren und wenn du magst, kannst du sie mühelos an der Vorderseite des Körpers wieder hinausfließen lassen. Von oben erreicht dich nun das glitzernde, weißstrahlende Licht des Universums. Eine reinigende, geistige und schöpferische Energie strömt über dein Scheitelchakra in der Mitte deines Kopfes in dich hinein und breitet sich überall in deinem Kopf aus. Atme das strahlende, glitzernde, heilende Licht nun auch in deinen Körper hinein und verteile es ausatmend, bis es alle Körperzellen erreicht hat. Vielleicht kannst du nun auch wahrnehmen, wie sich die pulsierende Energie der Erde und die strahlende Weisheit des Universums miteinander verbinden zum universellen Licht der Liebe, das nun in einem violetten Leuchten zu kreisen beginnt, bis ein kleiner Energiewirbel entsteht. Atme dieses Licht der Liebe nun in dein Herzzentrum und lass es bei jedem Einatmen weiter werden. Stell dir vor, wie der Brustkorb sich weitet und dein Herzzentrum immer größer und heller wird. Es kann auch ein warmes Gefühl sein, das dir hier begegnet. Atmend verteilst du die Energie der Liebe weiter in deinem ganzen Körper, bis alle Zellen von diesem wunderbaren Licht erfüllt sind. Alles ist rein und heil.
Du strahlst in einem wunderbar leuchtenden Licht. Du kannst das Licht der Liebe nun auch größer werden lassen, bis es dich einhüllt oder den Raum ausfüllt. Spüre, wie du die Menschen in deiner Umgebung mit deinem Licht einhüllst und wie sie neue Kraft und reinigende, heilende und belebende Energie tanken. Wenn du magst, kannst du dein Leuchten noch weiter ausweiten auf alle Menschen, die du kennst, auf deine Arbeit, deine Stadt oder dein Land. Du kannst das Licht der Liebe auch noch größer werden lassen und die ganze Menschheit einhüllen, ja die ganze Erde. Alles strahlt jetzt in deinem wunderbaren Licht der Liebe. Genieße dieses Licht noch eine Weile und spüre seine universelle Kraft.
Die universelle Kraft der Liebe wird dich begleiten, wenn du nun wieder in deinen Alltag zurückkehrst. Wir sind jetzt am Ende unserer Reise angelangt. Lass deine Augen noch einen Moment geschlossen und lass dir Zeit, um wieder anzukommen im Hier und Jetzt. Du wirst nun langsam ein wenig wacher. Deine Gedanken werden wieder aktiv. Du kannst den Raum um dich herum jetzt wieder wahrnehmen und auch die Geräusche dringen wieder in dein Bewusstsein. Mit jedem Atemzug wirst du nun wieder munterer und wacher. Atme tief ein und wieder aus. Recke und strecke deine Beine und Arme. Und beim nächsten Atemzug bist du wieder ganz zurück im Jetzt und Hier und kannst deine Augen wieder öffnen. Wenn dir mein Leben lieben lassen Adventskalender gefällt, dann teile ihn auch gerne mit Menschen, die du liebst und die sich auch über ein paar stärkende Impulse in der Adventszeit freuen würden. Und ich möchte an dieser Stelle schon mal Danke sagen für die viele Adventskalender-Post, die ich von euch bekommen habe. Viele haben mir geschrieben, wie das Adventskalender-Hören von Leben lieben lassen zu ihrem Morgenritual geworden ist, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg mit dem Hund durch den Stadtpark oder einfach so beim Kaffee trinken. Ich freue mich, dass ich diese Inspirationen aussenden kann und dass sie so gut von euch aufgenommen werden. Dankeschön. Besuche mich auch gerne auf Instagram unter @lebenliebenlassenpodcast, zwischen jedem Wort ein Unterstrich. Und Sponsor des Leben lieben lassen Adventskalenders ist Brain Effect, Mind Nutrition für alle Lebenslagen und gute Stimmung. Türchen Nummer 19 ist klein und fein. Wir schauen hinein, es reimt sich auch noch. Ah, Wildbrew. Oh Gott, Mushroom Coffee. Wow. Und zwar gleich zwei kleine Packungen. Dirty Chai with Benefits. Wildbrew ist der erste Superfood-Kaffee, der dein Coffee-Game aufs nächste Level bringt. Einfach in ca. 80 Grad heißes Wasser einrühren und genießen. Schmeckt am besten mit Hafermilch. Na dann, das müssen wir unbedingt ausprobieren. Schau dir den Mushroom Coffee an im Brain Effect Shop. 20% Rabatt bekommst du unter dem Rabattcode LEBEN20 auf alle Einzelprodukte. Link und Rabattcode in den Shownotes. Morgen starten wir in die Weihnachtswoche. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Noch mehr Inspirationen zu Persönlichkeit und Beziehung und alles über mich auf leben-leben-lassen.de.